Die Zwölfe zum Gruße. Wir befinden uns in Das Pota, nordwestlich von Torwald. Da ist Torwald, hier hoch Das Pota. Und das ist ein kleines Piratennestchen. Und hier im nördlichen Teil, wo es rüber in Tanmaurik geht, ist ein Questgeber, den wir uns mal anschauen wollen, nämlich hier dieser Kruschak. Der Vorschlaghammer wirkt winzig in den gewaltigen Pranken des Orkschmieds. Er blickt allerdings, als könnte er keiner Fliege etwas zuleide tun. Okay, Quatsch, wir nehmen an. Spuckt ins Feuer. Dieses verfluchte Erz der Torwaler. Schau dir das an. Einschüsse und Dreck. Wer soll daraus einen guten Stahl formen? Kein Wunder, dass die Felsdener Zwerge so horrende Preise für ihre Schmiedewaren verlangen können. Ja, Felsen, da wollen wir unbedingt hin. Zum Glück habe ich in Karkusch gelernt, wie man aus dem schlimmsten Erz einen guten Stahl fertigt. Allerdings benötige ich dafür von der Seele des Eisens oder Erzessenz, wie ihr Menschen sie nennt. Solltest du bei deinen Reisen über so etwas stolpern, bring es mir. Mit 5 solchen Essenzen könnte ich eine ordentliche Menge Stahl gewinnen. Und dein Schaden soll es auch nicht sein. Die Schamanen Graves beschwören das Zeug, aber einer hat mir erzählt, dass es auch in Erzelementaren vorkommt, wenn man den Mumm hat, so ein Vieh niederzumachen. In Tanmaurik sollen etliche davon umhergehen. Ja, die Quest nehmen wir mal an. Also, der will 5 Stück von diesen Erzen, die ich schon besorgt habe, holen. Also, ich kann es ja mal kurz zeigen. Tanmaurik würde ich eher nicht empfehlen. Ich habe das immer in der Trollburg gemacht, hier oben. Hier ganz im Osten, die Trollburg. Da gibt es nämlich 6 Stück und da könnt ihr mehrere Quests hier in Torwald annehmen, die da spielen. Und genauer gesagt 2 Stück von der Hauptkampagne der neuen. Und dann seid ihr da auch alleine und ihr könnt immer wieder die 6 töten. Das ist eigentlich ideal, finde ich. Keine weiteren Gegner in dem Gebiet. So, aber jetzt sind wir hier im Tanmaurik. Da zeige ich gerade mal, wo hier die Erdelemente sind. Nämlich, hier oben ist einer. Da noch einer, da noch einer, da einer und da einer. Das heißt, wir haben hier 5. Und hier tigert einer rum und 2 nochmal hier. Das heißt, wir haben hier 8 Stück. Dann gibt es hier nochmal einen, hier einen und hier einen. Das heißt, wir wären bei 11. Und hier tigert nochmal 4 rum. Das heißt, wir haben 15 Stück. Hier sind also wesentlich mehr. Aber hier ist auch mehr los. Und man muss auch noch gegen andere Gegner kämpfen. Spawnrate kann gefährlich werden und sowas. Deswegen schlage ich vor, ihr geht besser zur Trollburg. So, Eisenseele. Wir haben das Zeug ja jetzt schon besorgt. Müssen es also nicht mehr farmen. Und geben das einfach mal ab. Da bist du ja wieder. Und so wie mein Amboss vibriert, hast du tatsächlich die 5 Erzessenz dabei. Hätte nicht gedacht, dass eine Glatthaus so viel Mumm in den Knochen hat. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen und den Stahl mit der Seele des Eises formen. Daraus sollte ich ein paar interessante Dinge herstellen können. Je häufiger du mir Erzessenzen besorgst, desto mehr werde ich dir schmieden können. Komm also später wieder, wenn du daran interessiert bist. Huhu! Ja, also, man kann jetzt hier hingehen und kann sich anschauen, was er hat, nämlich einen einfachen Hörnerhelm. Wenn man, also ihr seht schon, Rüstungsschutz 1,5, Behinderung 0,9, minus 2% mechanischer Schaden. Da wird heute wohl ein Patch kommen, das wird umgeändert, das heißt dann minus 2% physischer Schaden. Das heißt, Schaden von Nahkampfangriffen, von Attacken werden, solange nicht Gift oder was weiß ich beinhaltet oder irgendwelche Zauber, wird absorbiert. Das ist ziemlich cool, besonders weil man hier noch 3 weitere Helme kriegt, wo sich das erhöht auf minus 4, minus 6, minus 8. Wenn ihr minus 8 haben wollt, müsst ihr 16 Mal die Quests machen. Das habe ich mit meinem Ritter gemacht. Und ja, ich hoffe, ich habe euch helfen können. Bis demnächst, euer Chojin.